So, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mountain Blade Warband. Mit mir, dem Gaius Julius Caesar. Was hatten wir denn zuletzt gemacht? Wir haben jetzt mittlerweile schön viele Soldaten. Und haben wir im Inventar Beute? Ja, genau. Und wir haben kein Essen mehr. Das heißt, wir gehen nach Suno. Das wollten wir ja zuletzt machen. Auf nach Suno. Dort verkaufen wir unsere Sachen und dann gehen wir gen Osten, um uns hier wieder einzudecken mit... Oh! Nahrungsmitteln. Halt, jetzt hätten wir fast hier noch unser Brot verkauft, das ist gerade sehr wichtig. Weil das hier ist alles mir viel zu teuer. Wir haben nur noch 2 Laibe Brot. Das wird also ein ganz knappes Ringen um die Nahrung werden jetzt. Wir wollen nicht, dass unser Trupp verhungert. Vorher schauen wir natürlich wie immer in die Schenke und diesmal haben wir Glück, einen Lösegeldvermittler. Ja, das ganze Gerede ist uninteressant. Holt lieber euren Geldsäckel heraus. Ja, für die Stammeskrieger kriegen wir nicht sehr viel. Oh, aber hier, der ausgebildete Rodok-Armbrustschütze bringt 104 Dinare. Und er hier immer noch 66. Sehr schön. Wir verlassen hier mal Suno und dann, das brauchen wir jetzt nicht. Wir gehen mal hier direkt nach Talberl. Mit den Nords ist ja Frieden. Ach genau, das taranitische Sultanat hat uns den Krieg erklärt, also Königreich Swadien. Das ist ein kleines Problem, weil genau unsere Burg hier in deren Nähe ist. Es kann also sehr gut sein, dass die erobern wollen. Leute, ich weiß nicht. Bin ich ein Hellseher? Bin ich ein Hellseher? Ich weiß es nicht. Burg Unutzdag, das ist unsere Burg, wurde von Emir, die Kuhl von taranitischem Sultanat, belagert. Wenn wir Pech haben, wird die erobert werden. Vielleicht ist es dann doch der richtige Moment, um hier wieder unseren Treueschwur aufzukündigen und vielleicht endlich unser eigenes Königreich zu gründen. Ich meine, wir haben mittlerweile einen schönen Trupp. Wie viel wir haben 61 schwarze Ritter, das ist eigentlich ziemlich stark. Ich hätte gern noch mal bis zum nächsten Budgetbericht gewartet, aber wir scheinen ja sowieso nichts zu bekommen. Ja. Wir kaufen jetzt hier nochmal ein bisschen Vorräte, obwohl das war schon recht teuer, der Weizen. Also das ist eher ungewohnt. So, hier nochmal. Und die haben ja auch rohe Seide. Interessant. Ja, Burglen ist leider geplündert. Dann gehen wir hier nochmal außen herum, nach Totza. Und die Nords haben den Vergidas den Krieg erklärt. Alles klar, wunderbar. So, jawohl. Wieder ein bisschen mehr Weizen hier bitte, Leute. Dann nach Emirin. Ich glaube kaum, dass wir hier noch rechtzeitig zur Burg Unutzdag kommen. Wir gehen hier nochmal... Ah, Burg Maras wurde an Graf Greinwald gegeben, die wir erobert haben. Alles klar. Ah, hier ist ein Turnier. Ein Turnier. Das wäre auch interessant. Oh, das Korn ist aber... Das Korn ist recht teuer, aber das Brot ist, denke ich, recht billig. Da kaufen wir mal ein bisschen was. Aber die Frage ist, haben wir in Kriegszeiten überhaupt Zeit für ein Turnier? Aber das wäre vielleicht nochmal die letzte Möglichkeit, so ein Turnier zu machen. Und mir wurde nochmals ein Tipp gegeben, falls wir hier mit Lanzen kämpfen, wie man das machen soll. Deswegen Leute, ich denke so als vor dem großen Krieg und vor der Gründung unseres Königreichs machen wir nochmal hier bei einem Turnier mit. Ja, es ist nur wieder die Frage, platzieren wir auch eine Wette auf uns. Das ist halt immer so, wir machen mal am Anfang 50 Dinare. So, jetzt kämpfen wir mal in der nächsten Runde und wir schauen uns das Ganze mal an. Das ist die Frage, was haben wir? Okay, wir haben erstmal keine Lanze. Verdammt. Hier ist richtig viel los. So, wir reiten hier einfach ein bisschen und töten, was uns vor die Nase läuft. Ja, den haben wir nicht getroffen. So, hier ist doch ein Roter. Ja, der hat sich gut verteidigt. Oh, hier sind viele Rote. Nee, uns erwischt...
Ah, verdammt, jetzt wurden wir hier erwischt. Wir müssen aber unserem blauen Team unbedingt noch helfen. Jawohl. Und wir haben gesiegt. Aber mit schweren Verlusten. So, wir platzieren jetzt trotzdem. Wir sind jetzt mal hier ein bisschen... Wir versuchen es einfach mal. Wir kämpfen in der nächsten Runde. Das ist interessant. Na, komm her. Trau dich, trau dich, trau dich, trau dich. Komm her. Jawohl. Vom Pferd gestoßen. Jawohl. Jetzt noch hier gegen den Bogenschützen. Der darf uns nicht treffen. Ja, der schießt nur auf den einen. Vielleicht ist sein Schild gleich kaputt. Jawohl. Regulärer Kämpfer wurde von uns zerstört. Also, bewusstlos geschlagen, nicht zerstört. Hier kämpft auch wieder Gradus. Der einzig hier, der einmal, gegen den wir einmal verloren haben. Wir platzieren jetzt nochmal hier ein bisschen Geld und kämpfen in der nächsten Runde. Wir haben jetzt hier ein gutes Gefühl. Oh, hier ist aber wieder sehr viel los. Hier vielleicht. Jawohl. Ich glaube, da haben wir gleich mal ein paar erledigt. Und, da hinten sind noch welche. Aber einer von unserem Team hier ist auch noch übrig. Jawohl. Nur noch der auf dem Pferd und nur noch wir. Da haben wir ihm schon mal gut Schaden zugefügt und ihm vom Pferd gestoßen. Jawohl. Und das war Gradus, unser persönlicher Rivale bei den Turnieren. Leute, wir haben ihn vernichtet. Sehr schön. Ausgezeichnet. So, wir platzieren nochmal 100 Dinare. Kämpfen in der nächsten Runde. Oh. Ja. Okay, das war jetzt nichts. Oh, nicht. Gut. Wir müssen hier ein bisschen Fahrt gewinnen. Jetzt haben wir das Problem, dass der genau hinter uns ist. Ja. An sowas kann das Ganze jetzt hier scheitern. So, jetzt sind wir doch auf der richtigen Seite hier. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen Fahrt auf. Da haben wir uns jetzt aber beide nicht erwischt. So, jetzt aber nochmal hier. Ah, das Problem ist, es ist einfach zu gefährlich. Ich versuche es trotzdem nochmal so. Wir versuchen es jetzt nochmal hier so. Eieieiei. Ja. Ja, da konnten wir nicht so gut erwischen, wie wir das uns gewünscht haben. Das ist jetzt hier nur ein großes Abtasten. So, jetzt probieren wir es mal so, wie es uns gesagt wurde. Einfach nur reiten, nichts drücken. Ja, aber wir waren halt nicht in der vollen Geschwindigkeit. Das war wahrscheinlich jetzt das Problem. Ja, jetzt haben wir ihn erwischt. Sehr schön. Jetzt haben wir dem Pferd hier den... Ah, jetzt okay. Also vielen Dank für den Tipp. Jetzt wissen wir ungefähr, wie das funktioniert. Jetzt versuchen wir das hier nochmal. Jawohl! Ah, das klappt ja perfekt. Oh Mann. Und ich habe lange Zeit nicht gewusst, wie das geht, mit der Lanze richtig zu kämpfen. Vielen Dank für den Tipp. Ja, es hat dann ein Abonnent unter ein Video geschrieben. Ich glaube, unter das Turnier in Rivardin. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Sehr schön. Dadurch sind wir jetzt
Eine Runde weiter. Und jetzt kämpfen wir wieder. Oh, und er hat hier... So, jetzt hast du aber die dumme Position. Du steckst hier fest und wir töten dich, Elite-Schwertkämpfer. Und steigen auf dein Pferd. So, jetzt nochmal hier ein 100 Dinare setzen. Und ich glaube, das ist jetzt das Finale. So, mal schauen. Oh, wir haben wieder... Oh, Lanze. Jawohl, Lanze abgewählt und jetzt ist er leichte Beute für uns. Jetzt stirbt doch schon. Jawohl, 3 Tonnen von Gaius Julius Caesar bewusstlos geschlagen und damit sind wir der Sieger. Wir haben Erfahrung gewonnen, Ansehen, den normalen Preis von 200 Dinare und ganze 3330 Dinare aus unseren eigenen Wetten. Sehr gut, Leute, so gefällt mir das. Also, das große Turnier von Dirim haben wir auch gewonnen und ich konnte jetzt endlich mal die richtige Taktik anwenden für den ganzen Kampf. So. Jetzt würden wir hier gern zur Burg Unnutztag gehen, die wird nämlich belagert. Wenn wir Pech haben, kommen wir zu spät. Wir schauen nochmal hier bei Ushkuru vorbei. Bisschen Brot noch holen. Ja, alles andere ist halt schon so gut wie überfallen. Ja, Liebe wird auch überfallen. Die Frage ist, wie stark die hier sind. Ob die vor mir fliehen? Oh, nein. Die fliehen nicht vor mir. Die jagen mich lieber. Das heißt, wir... Ja. So viel zu unserer Burg, würde ich mal sagen, Leute. Die wurde anscheinend gerade erobert. Wir haben nicht mal eine Benachrichtigung bekommen. Schauen wir hier mal schnell vorbei. Es sind ja schon 58 Männer drin. Ah. Ja, ich will jetzt auch nicht irgendwie mein Königreich hier beginnen, indem ich Krieg mit dem saranidischen Sultanat mache, weil die sind ziemlich stark. Deswegen könnten wir überlegen... Wir könnten überlegen, doch nochmal hier diese Burg zurückzuerobern. Ja, oder wir lassen es einfach. Das ist jetzt halt die Frage. Dass so ein bisschen alles ausgeglichen ist. Jetzt kriegen wir sowieso keine Steuern mehr. Aber von Roduna könnten wir nochmal Steuern bekommen. Na gut, dann erobern wir die Burg mal nicht zurück, reisen einmal hier nach Roduna. Und dann machen wir uns schon bald auf zu König Harlaus, um uns entbinden zu lassen von unserem Treueschwur. Oh, und Rolf hat etwas zu sagen. Ach, Hauptmann, endlich habe ich euch gefunden. Ich habe allen von euren Ansprüchen erzählt und bin bereit, mich euch wieder anzuschließen. Ah, ja, leider können wir gerade keinen mehr aufnehmen. Wie ihr wünscht, ich werde eigenen Geschäften nachgehen und euch in ein paar Tagen wieder aufsuchen. Ja, das heißt, wir sollten hier irgendwie jemanden loswerden. Wir haben halt nur lauter gute Leute. Ich glaube, ich werde aber nochmal hier so einen Landsknechtreiter loswerden. Die sind mir irgendwie so teuer. Weiß ich nicht. So. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Das wird schon wieder hier überfallen. Ich werde verrückt. Und der hat 176 Mann. Nein. Das lassen wir jetzt aber absolut nicht zu. So. Und zwar werden wir jetzt hier ihn hoffentlich, mal schauen, in der nächsten Folge angreifen. Dann wird es nochmal eine große Schlacht gegen eine fast doppelt so große Armee des saranitischen Sultanats geben. Dann seht ihr die Soldaten der Saraniten auch endlich mal. Und dann vergelten wir ihm hier, dass er gerade versucht, unser Dorf zu überfallen. Das können wir auf keinen Fall zulassen. Gut, aber das alles werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da und schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer darüber und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen, euer Gaius Julius Caesar.